Warum fragt ihr sowas? Wollt ihr raus in den Sand geschickt werden? Fragen. Ich befolge Befehle. Ihr solltet besser dasselbe tun. Diesen Preis ausgesetzt. Seid ihr lebensmüde? General Jacrazet hat überall Augen und Ohren. Hey, ihr da. Seid ihr der Fremdling, der überall nach dem General fragt? Was kann ich mal für euch tun? Gehen wir ein Stück, aber bleiben wir unauffällig. Kriegswache Rakera war meine Kommandantin. Die beste, die diese Stadt je hatte. Sie hat mir gesagt, sie kann beinahe beweisen, dass General Jacrazet ein Hochverräter ist. Seitdem habe ich nichts mehr von ihr gehört. Was sie dort rausgefunden hat, hat ihr eine Reise in die Wüste eingebrockt. Die Dünen sind ein Todesurteil. Ich werde nicht rumstehen und zusehen, wie Rakera vom Sand verschlungen wird. Wie ihr sehen könnt, sind auch in unseren Reihen noch ein paar, die das Gleiche glauben. Ich höre zu. Wir machen uns auf, wenn ihr bereit seid. Aber verschwendet keine Zeit. Rakera wird in Sand nicht lang überleben. Wir müssen durch den Sumpf. Solange wir in der Luft bleiben und keiner uns sieht, sollten wir nicht so viele Probleme haben. Blutrolle erstürmen unsere Tore. Überrennt diese Wilden mit den Hörnern des Krieges. Kaya, die Blutrolle sind in die Flussmarschen vorgedrungen. Champion, tötet ihre Port und verbrennt alle Leichen, die sie wiedererwecken könnten. Da vorn, der Pass. Fliegt tief und haltet die Augen offen nach einem Lebenszeichen von Rakera. Kaya, wir sollten den Kurs anpassen. Wir sind bald im Gebiet von den Sethrak. Die Schlangenmenschen? Ich dachte, die verstecken sich unter den Dünen. Ihre Zahl scheint gewachsen zu sein. Tatsächlich. Fliegen wir nach Westen. Ich will keine unnötigen Konflikte. Dafür könnte es zu spät sein. Wir müssen schneller machen. Der König hat neugierige Gäste. Das könnte ein Problem werden. Tut ihr euren Teil, General. Und ich erledige meinen.
Eindringlinge! Ihr werdet in diesen Dünen sterben! Rückzug! Bringt euch in Sicherheit! So weit weg von diesen Schlangen wie nur möglich! Unser Befehl lautet, es zu töten. Nicht heute, ihr Schuppenköpfe! Seid ihr noch am Leben? Wie gut könnt ihr mit eurer Waffe umgehen? Ich hab keine Tränke mehr. Und zwischen hier und meinem Wagen lauert da ein ganzer Haufen Sephrak. Wenn ihr kämpfen könnt, würde ich etwas Hilfe durchaus begrüßen. Mein Volk wird frei sein. Eine gute Wahl. Damit komme ich klar. Heute ist ein guter Tag zum Kämpfen. Wie jeder Tag eigentlich. Ich bin bereit. Blasen wir zur Sethrak-Jagd. Was die Sethrak unserer Heimat angetan haben. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Die Sethrak kennen beim Töten und Versklaven keine Reue. Die Sethrak, wen sie fürchten müssen. Die Vulpera. Die Vulpera sind ein durchsames Volk. Wir ziehen mit Karawanen umher, verwerten, was wir finden und suchen wir. Die Vulpera sind überhaupt nicht schwach. Sie werden uns fürchten. Thank you.
Heimat angetan haben. Früher oder später auf uns stürzen. Wir hätten uns wappnen können. Vielleicht halten wir es endlich zu. Etwas anvisieren. Gerecht! Noch da, wo ich ihn gelassen habe. Das wird holprig. Wir bekommen anscheinend Besuch. Heißt sie willkommen, Champion. Ich glaube, wir haben es geschafft. Gute Arbeit da hinten. Das Versteck sollte da vorne sein. Dort sind wir sicher. Zumindest für eine Weile. Nisha, den Sanden sei Dank, ihr seid in Sicherheit. Ich finde immer einen Weg. Ist das noch ein Überlebender? Sie wird es vielleicht nicht überleben. Sie ist schwer verwundet. Was habt ihr noch? Thank you.
kann ich nicht angreifen. Reichweite. Brauche ein Ziel. Wollt ihr handeln? Die Dünen trieben uns an. Seid ihr das? Wo sind wir? Fasst euch mal kurz. Ich schreibe das hier in einem Käfig mit einem Dutzend anderer Verbannter auf dem Weg in die Sande, wo wir den Rest unserer Tage verbringen werden. Was nicht mehr viele sein dürften. An der drückenden Hitze merke ich, dass wir fast da sind. Hm.
findet da draußen bloß nicht den Tod. Was habt ihr mir denn mitgebracht? Passt auf euch auf, sonst tut das nämlich niemand. Das ist zu weit entfernt. Außer Reichweite. Ich brauche ein Ziel. Zuerst etwas anvisieren. Ziel. Ich muss näher ran. Ich werde diese Schuld begleichen. Versprochen. Yeah.
entfernt. Nicht angreifen. Die Sonne ist hinter den Dünen untergegangen. Da lässt die Hitze endlich nach. Diese wahnsinnig macht. Einer von uns hat einen Hitzschlag bekommen und etwas von einem Tempel im Süden gefaselt. Der Verband aufnimmt. Er wird die Nacht wohl nicht überstehen. Alles hat einen Nutz. Benötigt ihr irgendwas? Wer überleben will, muss einfallsreich sein. Von Jakrazet gesandte Attentäter haben unser Lager mitten in der Nacht angegriffen. Unbewaffnet, im Halbschlaf, konnten wir uns nicht wehren. Ich habe den Verräter abgewehrt, aber es war zu spät. Die Überlebenden hatten sich in alle Winde zerstreut und sind jetzt auf sich allein gestellt. Ohne Nahrung oder Wasser überlebe ich nicht mehr lang. Nachdem ich den Großteil des Tages im Kreis gelaufen war, blieb mir nichts anderes übrig, als dem Rat von einem Verrückten zu folgen und mich Richtung Süden aufzumachen, um dort Zuflucht zu suchen. Den Wagen und stellt euch darauf ein, ein paar Sachen am Hafen abzuholen. Unsere neuen Verbündeten können mitfahren und ihre Suche fortsetzen. Zeit, Nishas Plan in die Tat umzusetzen. Die Sethrak werden gar nicht wissen, wie ihnen geschieht. Ja? Niemand verdient es, in Sand geschickt zu werden. Seid vorsichtig, Mira. Die alten Trollstraßen sind gefährlich für unsere Wagen. Bin ich doch immer. Kiro muss sich keine Sorgen machen. Ich hab das total drauf. Aber haltet euch besser fest. Nur zur Sicherheit. Haltet Ausschau nach eurer Freundin. Ich konzentriere mich auf die Straße. Semlands Hafen ist im Süden. Da läuft schon seit Jahren kein Schiff mehr ein. Aber es ist unsere beste Chance, die Sachen zu finden, die Kiro und Nisha für ihren Angriff auf die Sethrak brauchen.
glauben, dass diese Ödnis einmal das Juwel des Trollimperiums war? Ein Dschungel voller Leben. Was davon noch übrig ist, liegt jetzt unter dem Sand begraben. Wie kann Rakera an so einem Ort überlebt haben? Wohl gar nicht. Die meisten eurer Art können das nicht. Naja, nicht mehr. Ich werde sie finden. Oder beim Versuch sterben. Mera, stopp die Karawane. Da vorne ist was. Das ist Rakeras Schild. Wo ist sie? Was habt ihr mit ihr gemacht? Das ist Jakrasets Schuld, nicht meine. Rakera ist der Grund, warum ich noch lebe. Wenn das wahr ist, was der Verbannte behauptet, dann müsst ihr das untersuchen. Aber Vorsicht, Jakraset könnte noch dort sein. Ich bin außer Reichweite. Ein Ziel. Kann ich nicht angreifen. Wir kommen nicht rein. Das Tor ist mit Magie versiegelt, die wir noch nie gesehen haben. Ruhe! Thank you.
Ziel kann ich nicht angreifen. Rakera wird in dieser Wüste nicht lange überleben. Ich muss zuerst etwas anvisieren.
ist zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Thank you.
überleben will, muss einfallsreich sein. Sein. Nein, ist es nicht. Aber durch die Schlucht wollt ihr nicht. Die ist voller Albträume. Die existieren nur in eurem Kopf, nicht in den Dünen. Ich versichere euch, die existieren und sind gefährlich. Nicht einmal die Sethrak wagen sich in die Schlucht. So wuschelknuffig süß. Was ist denn das für ein Gekreisch aus eurem Mund? Dot und Dolly mögen es, wenn ich singe. Es beruhigt sie. Ich dagegen möchte gleich alte Gewohnheiten annehmen. Na gut, Dot und Dolly heißen... Ihre Mischuhe haben meine Kinder vergiftet. Es muss hier sein. Sie sind schwach ich da vorne und sterben. Rettet sie mit Hilfe meiner Macht, wie ihr auch mich gerettet habt. Werden wir sie finden? Sucht ihr Erlösung? Akunda heißt alle willkommen. Der Sandmann. Wir suchen eine Verbannte, die Rakera heißt. Wir denken, sie könnte hier im Tempel sein. Hier findet ihr nur Akunda. Nur die, die seinen Namen teilen, dürfen seine Hallen betreten. Die Geister flüstern von euch. Die Loa seien mit euch. Gänschen zu sammeln, die für eure Weihe nötig sind, ist der erste Schritt zur Erlösung. Ich verdiene mein Schicksal. Der Sand wird niemals sicher sein. Come on.
Reichweite. Ran. Kann ich nicht angreifen. Ziel kann ich nicht angreifen. Thank you.
Akunda kann euren Geist nur betreten, wenn er geläutert ist.